Hi, ich bin der Günther, ich bin aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteamhimmel. Wisst ihr, was mir nach der letzten Folge passiert ist? Ich wollte nur mal gucken, wo genau mein ältester Savepoint eigentlich liegt. Und dann wieder zurück zum Original gehen. Ups, hatte aus Versehen den neuesten überschrieben. Ich hab den Bosskampf gegen die Gilde deswegen nochmal gemacht, sogar einen Belebersamen weniger verloren, wenn ich mich nicht verzählt hab, oder sogar zwei, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich weniger verloren. Ja, nur damit ihr das wisst und euch nicht wundert wegen meiner Item-Ausrüstung. Heute werden wir dann offiziell von der Gilde abtreten. Wir haben die Prüfung bestanden, deswegen sind wir jetzt krass. Und ja, der Kampf war sehr meh. Aber Alter, ihr glaubt mir nicht, wie anders sich das Spiel komplett lagfrei angefühlt hat. Ich dachte, bei so einem Spiel wie Mystery Dungeon macht das nicht so viel. Aber der Kampf ging dreimal so schnell. Leicht belastend. Hey, Tenuasa Nuasa Ring. Oh, ihr seid's. Was soll denn passieren? Ich dachte, ihr würdet direkt hinter uns herlaufen. Wir wurden aufgehalten? Egal. Was steht an? Nun, hier liegt eine Schatzbox. Hier war vorher keine Schatzbox. Ich möchte sie öffnen. Aber andererseits habe ich ein mulmiges Gefühl dabei. Weißt du, es wäre übel, wenn da zum Beispiel eine Springfalle drin wäre. Also haben wir darüber diskutiert, ob wir sie öffnen oder es sein lassen sollten. Also dann, wir öffnen sie. Wisst ihr, wir wurden hier für unsere Gildenabschlussprüfung hergeschickt und es wird gesagt, wir sollen mit dem Schatz von hier zurückkehren. Das ist es, diese Box muss irgendwas mit eurer Prüfung zu tun haben. 5000 IQ ist garantiert nicht der Schatz. Ihr solltet sie öffnen, Leute. Sei gut drauf, Berlin! Übernimm du das, falls eine Bombe drin ist, bist du tot, nicht ich. Ich denke, es wäre schon okay, aber man weiß nie, vielleicht, wenn ich einen dimensionalen Schrei aktivieren könnte, hätte ich eine bessere Vorstellung davon. Schmünter berührt die Schatzbox. Wirklich, daran habe ich mich überhaupt nicht mehr erinnert, dass das jetzt echt noch zum Einsatz kommt. Der dimensionale Schrei kehrt zurück, fast so gut eingearbeitet wie in der Walross-Edition. Hauptsache irgendwo, damit er halt drin ist. 1 und 3. Denn ich kann euch so viel verraten für die Zuschauer der Walross-Edition. Man weiß jetzt, welche Charaktere im dritten Teil alles einen dimensionalen Schrei haben. Jetzt muss ich's ja nie wieder erwähnen. Daumen hoch für Storywriting. Jetzt mal for real. Ich weiß ehrlich gesagt selber gar nicht so, warum ich das eingebaut habe. Einfach nochmal, um die Parallelen zu unterstreichen, denke ich. Es war Knuddeluft, der diesen Schatz hier platziert hat. Das bedeutet Bombenprank! Ich meine natürlich, das ist ein perfekt. Der Schatz der Glitzerquelle. Perfekter. Knuddeluff, was ist falsch mit dir? Ein perfekter Apfel als Schatz passt zu Knuddeluff, denke ich. Leider. Was war das? Moin. Servus. Moin. Was für. Licht, es scheint Lichter ab. Oh, dann vielleicht hat die Glitzerquelle vielleicht ihre Kraft zurückgewonnen. Natürlich ganz auf einmal jene, die erwachen wollen. Wer hat es gesagt? Das Fortschreiten der Zeit. Es brachte wieder Licht an diesen Ort. So ihr Entwicklung sucht, tretet vor. Ich wusste es. Ich wusste, dass die Glitzerquelle wieder zum Leben erweckt werden würde. Schön für dich, Teddy Ursa. Du hast schon sehr lange nach Entwicklung gestrebt. Stimmt. Entwicklung. Alter! Also. Stimmt, Knuddeluff hat's mal erwähnt.
Glitzerquelle? Ja, dort ging jetzt die Probleme, um sich zu entwickeln. Vielleicht scheint wegen der Schwierigkeiten, die wir mit der Zeit hatten, kein Sonnenlicht mehr auf die Quelle. Man kann sich dort nichts entwickeln. Knuddelus sagte auch, dass dies der Ort sei, den Pokémon für ihre Entwicklung aufsuchen würden. Aber was ist Entwicklung? Du bist ein Pokémon und weißt nicht, was eine Entwicklung ist. Noch dazu hast du 2 Weiterentwicklungen. Und wie genau bist du nochmal Gildenmitglied geworden? Manche Arten von Pokémon können sich entwickeln, wenn gewisse Bedingungen gegeben sind. Wenn Pokémon sich entwickelt, ändert sich sein Erscheinungsbild. Manchmal sogar dramatisch. Echt? Schmünter, das musst du mal ausprobieren, dann bist du vielleicht nicht mehr so hässlich. Genau. Und es kann auch nicht nur dein Aussehen verändern. Wenn du dich entwickelst, ändern sich manchmal auch deine Form und Fähigkeiten. Was sagst du dazu? Echt? Ja, aber dann gibt's halt noch dich. Typenwechsel kennst du offensichtlich nie. Jetzt mal im Ernst, das ist irgendwie lächerlich in der 4. Generation. Die Endentwicklung der Starter. Wasser, Stahl, Feuer, Kampf und Pflanze. Ja, Pflanze halt. Wenn ich gerade nicht komplett lost bin und Shellterra noch Boden hat. Aber nee, so lost bin ich jetzt auch nicht. Ja. Ich wollte schon immer stärker werden. Und warum habe ich gerade gedacht, wenn das Ding noch Typ Boden wäre, hätte es doch eine Vierfachschwäche gegen Pflanze. Nein! Garantiert! Also habe ich da lange gehofft, mich zu entwickeln. Ich probiere das sofort aus. Ich merke, ich bin heute wieder voll schlau. Jene, die erwachen wollen. Dies ist die Glitzerquelle. Möchtest du dich entwickeln? Ja. Benötigst du dazu ein Item? Nee, ich brauch keins. Okay. Der du erwachen willst, lass uns beginnen. Etwas geschieht mit Teddy Ursa. Die Erscheinung von Teddy Ursa verändert sich. Und jetzt ist es auch so hässlich wie Ursaring. Teddy Ursa sieht jetzt genau wie Ursaring aus. Ja. Hey Ursaring, ich hab mich entwickelt. Herzlichen Glückwunsch. All die Levelaufstiege, die du erreicht hast, haben sich endlich ausgezahlt. Jetzt kann man uns nur schwer auseinanderhalten. Ich freue mich trotzdem für dich. Entwickeln wir uns doch auch... Nein, das ist gegen meine Mystery Dungeon Prinzipien, Fragezeichen, Mann. Ich versuch's zuerst. Jene, die erwachen wollen. Dies ist die Glitzerquelle. Möchtest du dich entwickeln? Nee, ich tu nur so, weißt du? Jetzt mach! Benötigst du dazu ein Item? Ein Item? Ich weiß nicht. Nein, kein Item für... Warte. Das muss ich mal nachgucken. Hat das in meinem Original-Let's Play etwa Lord Ecke auch gesagt? Der benötigt ein Item. Das weiß ich noch. Den Feuerstein zu bekommen hat echt eine tolle Mission erfordert, wo ich einen Vulpix eskortieren musste. Dann hatte ich Lord Ecke und ein anderes Vulpix dabei. Das war scheiße verwirrend. Nein. Also bei Celeste stimmt's aber. Du, der du erwachen willst, lass uns beginnen. Nein. Unmöglich. Du kannst dich nicht entwickeln. Was? Warum nicht? Warum kann ich mich nicht entwickeln? Habe ich vielleicht noch nicht die Voraussetzung für meine Entwicklung geschaffen? Nein. Das ist es nicht. Das Problem hat nichts mit den Voraussetzungen für die Entwicklung zu tun. Warum klappt es dann nicht? Teddy Ursa konnte sich entwickeln. Warum kann ich mich nicht entwickeln? Warum du dich nicht entwickeln kannst? Du bist einfach zu dumm. Ich meine natürlich, vielleicht hat die Verzerrung des Raumgefäßes etwas damit zu tun. Verzerrung? Das Raumgefüge? Ich weiß nicht, warum das so sein könnte, aber deine Existenz senkt irgendwie mit der Verzerrung des Raumes selbst zusammen. Und als Folge daraus kannst du dich nicht entwickeln. Also, ja, ich denke, das können wir jetzt so abspeichern. Dass du dumm bist, vergisst du ganz schnell wieder. Aber merken kannst du es dir eh nicht, da bist du zu dumm für. nein.
Es trifft nicht nur dich. Es gibt noch ein anderes Pokémon. Oh, wer könnte denn das nur sein? Warum mache ich überhaupt Gesten, wenn ich keine Facecam anhab? Das Pokémon hinter dir. Auch ihm bleibt eine Entwicklung versagt. Ja, ich will mich eh nicht entwickeln. Was, Schmünzer auch? Ja, ist mir doch egal. Das ist alles, was ich erkennen kann. Dies ist die Glitzerquelle. Falls du eine weitere Entwicklung suchst, so kehre zurück. Ja, was juckt mich, dass ich will mich nicht entwickeln? Ich bin wohl nicht der Einzige. Ich nehme an, du kannst dich auch nicht entwickeln. Nee! Die Quelle sagt, ich kann mich nicht entwickeln. Heißt, ich kann mich entwickeln, oder was? Ich verstehe nicht, warum uns die Entwicklung versagt bleibt. Weil wir Versager sind! Ah! Immerhin haben wir den perfekten Apfel, der sich in der Schatzbox befand. Wir sollten damit zur Gilde zurückkehren. Ihr habt die Abschlussprüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Ihr beide habt die Gildenabschlussprüfung bestanden. Ihr habt's geschafft. Oh, wird nicht gefeiert? Seid ihr vielleicht nicht glücklich? Naja, ich bin schon glücklich, aber ich hab's wohl noch nicht richtig realisiert. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas Tolles geleistet haben. Das stimmt. Ich meine, das stimmt absolut nicht. Verstehst du nicht, wie unglaublich das ist, was ihr zwei getan habt? Seid losgezogen mit einem fantastischen Schatz in Form eines perfekten Apfels zurück. Genau, das war unsere große Leistung. Nicht, dass wir die Zeit vor der Zerstörung bewahrt haben und dafür Dialga besiegt haben. Der Apfel ist unsere... Und damit nicht genug... Ihr habt auch noch den schauderlichen Großmeister allen Übels besiegt, oder nicht? Ja, aber das ist es, was ich nicht verstehe, Knuddeluff. Woher weißt du, dass wir den Großmeister allen Übels besiegt haben? Wir haben es gehört. Außerdem, dieser böse Großmeister, Knuddeluff, das warst du. Wie bitte? Ich weiß nicht, wovon du redest. Großmeister allen Übels? Ich auch nicht, ich weiß von nichts. Seine Untergebenen, wer soll das sein? Hey, ich auch nicht. Ich kenne keine Untergebenen. Vor allem wie Glibunkel und Palim nicht lachen, ne? Ah ja, und Plaudergeil natürlich auch nicht, aber von dem ist man... Ach, warum Sanflora nicht? Was ist hier los? Das ist doch offensichtlich, die wollen uns verarschen! Wie auch immer, ihr beide seid jetzt jedenfalls offiziell Gildenabsolventen. Von nun an seid ihr in strengen Regeln der Gilde ausgenommen. Euch steht es frei, als Erkundungsteam völlig eigenständig zu arbeiten. Echt? Heißt es, wir können all die Belohnungen von den Jobs behalten und müssen kein Geld mehr mit der Gilde teilen? Ja! Das ist exzellent, Schmünter. Nein! Zusammen mit allen ändert sich an dieser Sache nichts. Wie bisher werdet ihr auch weiterhin den größten Teil eures verdienten Geldes an die Gilde abtreten müssen. Was? Aber warum? Weil wir Kapitalisten sind. Das heißt, als Absolventen seid ihr immer noch mit der Gilde verbunden. Euer Team Geldballcode kann nur arbeiten, weil es diese Gilde gibt. Das gilt es zu akzeptieren, und wenn ihr ein Erkundungsteam sein wollt. Ihr seid doch gar... Dann hat sich doch gar nichts im Vergleich zu vorher geändert. Ihr versteht's nicht. Als Absolventen von dieser Gilde abzugehen, ist was ganz Besonderes. Das stimmt. Ich soll's wissen, sogar ich konnte die Abschlussprüfung. Ja, das heißt gar nichts. Allein schon, wenn man das mal bedenkt. Du warst einer der Gegner bei der Abschlussprüfung. Das heißt, bei dir war die sogar noch leichter. Weil du musstest gegen ein Pokémon... Okay, du warst alleine, stimmt. Wenn du machst selber einen, habt die Prüfung mit Bravour bestanden. Ich hoffe, ihr leistet weiter sehr gute Arbeit als Erkunder. Yay.
Herzlichen Glückwunsch, Fragezeichen Man und Schmünter. War ja wie toll. Das ist alles, was Krebskopf zu sagen hat. Ich dachte, da kommt noch was. Was ist mit dem los? Ich freue mich so für euch. Ich bin... Schau ab und zu mal rein, nein, ihr seid nicht meine Freunde. Ja. Glückwunsch, Team Geldbeikot. Nur euren Namen solltet ihr vielleicht noch ändern. Danke an Hoyale. Schmünter sagt wieder gar nichts. Ich glaube, der ist eingeschlafen. Der Erkundungsteamverband hat eine Mitteilung geschickt. Dem Team von Schmünter wird ein größerer Schatzbeutel verliehen. Ein größeres Lager wäre mir lieber. Ah ja, und es gibt ein Startkapital. Oh, 10.000! Ah ja, außerdem kriegt jetzt auch langsam mal die letzte Bonus-Episode, ne? Wer auch ist, Herzlichen Glückwunsch, Team Gelb-Weil-Kot, ihr habt euren Abschluss. Hier, da sieht man mal wieder, wo meine wahren Qualitäten liegen. In der Schule hänge ich inzwischen seit fast 10 Jahren und innerhalb von 2,5 Jahren ungefähr mache ich in Videospielen gleich zweimal meinen Abschluss. Ja, also, wo liegen meine Talente? Auf jeden Fall nicht in der Bildung. Das hat keiner gehört. Und wieder die Tohaido-Klippe. Die wird jetzt allgemein wichtiger, sag ich mal, weil, da wir unser altes Zimmer in der Gilde nicht mehr in Anspruch nehmen können, ich würde sagen, wir wohnen ab jetzt einfach hier. Der Sinn des Gildenabschlusses erschließt sich mir immer noch nicht so ganz, aber machen wir einfach weiter wie bisher. Ich würde sagen, von jetzt an ist dies die neue Erkundungsbasis von Team Geldwahlcode. Lass uns zur Gilde eilen und nach Jobs vom Job. Oh nein. Das ist ein neuer Anfang für uns, Schmünter. Tipp für Erkundungsteams. Jetzt könnt ihr speichern, indem ihr das Bett hier verwendet. Das ist schön. Wisst ihr, was auch schön ist? Missionen! Okay, ich bräuchte langsam einen Rangaufstieg, da kann ich nichts gegen sagen. Was habe ich denn für Items noch dabei? 2 Belebersamen. Ich soll trotzdem bei Kecleon gucken, ob es noch welche gibt. Weil man kann nie genug haben. Ja, ihr seid jetzt krass! Und weil ihr so krass seid, kriegt ihr Scheiß-Items! Naja, also zumindest haben wir Kohle. Oh, jetzt kriegst du mal fett was aufs Konto! Jetzt mal im Ernst, ich habe irgendwie relativ wenig Geld in dem Spielstand. Oh, Schmünter. Fragezeichen, Man. Hey, Palim, Palim. Was gibt's? Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Gildenabschlussprüfung. Team Gelb-Weil-Kohl kann jetzt in Zusammenarbeit mit der Gilde operieren, nicht wahr? Also genießt ihr jetzt gewisse Privilegien bei der Nutzung des Treffpunkts. Läutet die Glocke, ihr könnt jetzt einen neuen Sonderservice in Anspruch nehmen. Was? Was denn für ein Sonderservice? Nun etwas ganz Besonderes. Ihr könnt jetzt einen anderen Anführer wählen, bevor euer Team in einen Dungeon geht. Das heißt, endlich kann ich Schmünter stürzen. Einen anderen Anführer? Wir können den Anführer ändern, bevor wir in den Dungeon gehen? Ja.
Bis jetzt war Schmünter immer der Anführer bei euren Erkundungen, richtig? Jetzt, wo euer Team mit der Gilde kooperiert, habt ihr einen anderen Status. Jedes Mitglied von Team Gelbwallcode kann Anführer werden, bevor ihr einen Dungeon betretet. Anders gesagt, ihr könnt ein Team in einen Dungeon schicken, das nur aus rekrutierten Mitgliedern von Team Gelbwallcode besteht. Ein so zusammengestelltes Team ist genauso offiziell anerkannt. Warte, das heißt, kurz gefasst? Wir können uns einen freien Tag machen und unsere Sklaven arbeiten lassen und verdienen Geld dafür? Genau. Natürlich gibt es Dungeons, die nur Schmünter und Fragezeichenmann betreten können. Ich hoffe, ihr nutzt den neuen Service. Ich bezweifle es. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ich den nutze. Also, ich mache jetzt vielleicht mal nicht die ganz sinnlos. Ich gehe vor allem mal nach ihm. Ah, da muss ein. Hier, komm. Den mache ich. Sache ist die, hier muss ich durch die ganze Kristallhöhle durchrennen. Habe ich da Bock auf eine Escort-Mission auch noch? Ich probier's mal. Ich probier's mal. Gibt's hier noch was in der Kristallhöhle? So, ich schließe vom Namen her schon mal, dass der eine Job mit dem Illumise ein Monsterraum sein wird. Da wäre es natürlich einerseits nett, wenn ich die Attacke hätte. Moin. Die Attacke hätte, die ich schon eigentlich für die Gildenabschlussprüfung haben wollte. Ladungsstoß. Aber ja, ich kann auch Orbs nutzen. Und Donnerblitz ist ja auch nicht schlecht. Moin. Ja, irgendwie ist die Abschlussprüfung halt schon asozial. Man muss alleine die ganze Gilde besiegen. Okay, ich glaube ehrlich gesagt, jetzt habe ich halt die tolle Situation. Ihr seht, warum ich unbedingt... Ich kann noch ein Item ablegen. Ich wähle dich. Das ist... Schaden. Einschlafen und verwirren ist nicht unbedingt, was ich will, muss ich sagen. Ja, ich... Wie ihr sagt, die Orbs sind okay, aber ich nehme dann doch lieber nochmal... Willst du mich... Hab ich keinen. Ich habe keinen Ashtar-Orb. Ich glaube, Lähmen ist halt dasselbe wie Erstarren, bloß dass es auf Zeit geht. Und das wäre nicht so praktisch. Also, durch die Kristall... Vor allem halt mitten. Und das ist halt die Kombination jetzt noch. Also, ein Flea-Orb finden, das da und irgendeinen da durchrennen lassen. Dann würde ich sagen, legen wir damit nochmal los. Ich bezweifle zwar, dass wir es heute schaffen, aber... Ach stimmt, okay, ich habe gerade Kristallhöhle und Kristallstraße verwechselt, also ist der Dungeon leichter, als ich dachte. Wen soll ich überhaupt eskortieren? Und soll ich heute noch eskortieren? Ammonitas. Warum wird's gerade so extrem? Verfehlen ist jetzt nicht so die Option, die du nehmen solltest. Also an sich... Mir ist es nicht recht, dass Ammonitas hinten läuft, wenn ich ehrlich bin. Mir wäre es deutlich lieber, wenn der in der Mitte läuft. Ja gut, das Ding ist nächste Runde tot. Stirbt sogar davon schon, wow. Genau, Solarstrahl ins Nichts ist auch immer... Oh, hier geht's weiter. Ich dachte gerade kurz. Ich bin einfach dumm.
Theoretisch hätte ich vielleicht auch Fragezeichen Manma zum Anführer machen können, aber ich nutze allgemein dieses Feature nicht wirklich. Mit wen anders zum Anführer machen. Ich habe gerade keine Ahnung, inwiefern ich es in meinem... In meinem Original-LP benutzt habe, aber... Wetten, dieser eine Gang da drüben, den ich nicht genommen habe... ist es auf jeden Fall. Oder es könnte auch unten sein. Unten rechts. Entweder gerade rechts von mir oder unten rechts. Ah, warte. Oben in der Mitte gibt's auch noch was. Leg dich. Jetzt ist Ammonitas genau da, wo ich's haben will. Da können keine Gegner von hinten angreifen und auch nicht von vorne. Auf beiden Seiten können wir es decken, das Viech. Wenn's hier immer noch nicht ist, muss ich aber ganz sahnig los. Warte. Das Ding ist doch auch ein Bodentyp. Ich schlauer Mensch. Wirklich, lass mich raten, das Ding hat 64 HP. Die letzten Male ist es zumindest immer gestorben. Hier. Genau, ich bin eins weiter oben gespawnt. Oh! Also, Ebene 6 ist die erste Missionsebene. Ein EP-Band. Könnte ich vielleicht überlegen, weil ich ja will, dass Schmünter Level 41 war es, glaube ich, so schnell wie möglich erreicht, aber ich bin mir sowieso relativ sicher, bis Ende der Afterstory kriege ich das noch. Die Afterstory ist lang. Die ist echt saulang, das glaubt einem keiner. Also was Afterstory angeht, ist auch Team Himmel mit Abstand der beste Mystery Dungeon Teil. Da muss man auch wirklich Team Himmel sagen, weil ich kenne gerade nicht genau den Aufbau, aber zumindest ein Teil fehlt in Zeit und Dunkelheit. Ich glaube sogar schon der allererste. Also das nächste, was dann in der Story passiert, nach der Abschlussprüfung. Das dürfte in Zeit Dunkelheit nicht vorhanden sein. Boah, steh nicht im Weg rum, mach du das mal. Pff, immer gleich ein Solarstrahl, ne? Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gerade auch nicht unbedingt Glück. Fragezeichen mein erreichten Level ab. Schön KP, gut hoch. Okay. Ebene 4. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie lang die Kristallhöhle war. Ich glaube gar nicht so lang. Ebene 6, 7 und bis zum Ende waren die Missionen. Könnte sein, dass es nach Ebene 7 gar nicht mehr wirklich weit geht. Vielleicht nur ein, zwei. Oh Gott, ich habe gerade kurz gedacht, Ammonitas steht an zweiter Stelle. Oder macht die Attacke immer die Hälfte Schaden? Weil von dem, was ich hier genommen habe, kann ich mir das auch vorstellen. Ja. Na dann, ich hoffe, ich krieg dann auch ein schön paar Punkte für. Und Sahnesamen. Riolu. Ja genau, machen wir es so. Fragezeichen Man sniped aus der Ferne. Jetzt kommt das Ding eh dahin. Ist auch weg. Und ich kann hier die Treppe nutzen. Ein Flea-Orben müssen wir hier jetzt finden. Jetzt ändert sich der Design. Oh, okay, Solarstrahl, wenn ich den nicht schon hätte. Wow, jetzt finde ich die Treppe so schnell. Schön, wie viel mir das bringt. Du willst auf die Fresse, hier Schelle. Ist
Ding lebt noch. Ja, das hat den Solarstrahl. Das Ding überlebt ja noch ein. Donphan hat ein Flea-Orb. Ja, jetzt wirkt halt Ausdauer, dieser Scheißeffekt. So, jetzt bist du tot. Jetzt Donphan finden. Grimmsam, Schwarzgummi. Nope, zurück, danke. Ah, warum ist... Fragezeichen, man, jetzt nicht an zweiter Stelle. Gegen Donphan wäre mir das schon sehr recht gewesen, muss ich sagen. Ammonita, hau da einfach die Aquaknarre rein. Mann, bist du stark. Ja, Flea-Orb gefunden. Nö. Ja. Das wär's. Ich geh dann einfach. Ammonitas hat die Mission. Ja, begleit mich durch den ganzen Dungeon. Ich sag, okay, ich mach's. Und auf einmal gehe ich in Ebene 6 weg. Das wäre belastend. Es hat sich selbst ausgenockt. So, ist hier dann schon der Monsterraum? Ich bild mir ein, der wäre Ebene 7. Ah, ich würde sagen, wir zocken jetzt den Dungeon noch fertig heute. What the fuck? Was ist denn das für ein Aufbau? Das habe ich noch nie gesehen. Och nee, man kann das hier nicht benutzen. Jetzt bin ich im Eimer, Ammonitas. Und die Dinger können Konfusstrahl. Ich bin so im Eimer. Was juckt mich der Magen? Ammonitas wird sterben. Und man kann es ja nicht mal machen wie in Super Mystery Dungeon, dass man sagt, ich belebe das Ding gleich wieder. Ich schaff das nicht und ich Idiot hab nicht gesaved. Jetzt, oder? Überleben die anderen noch? Ja, das Ding ist schlau. Wer ist stehen geblieben? Ey, komm, das ist jetzt aber viel zu unlucky. Das Ammonitas. Ich kann schon froh sein, dass die Dinger aus irgendeinem Grund nur normal angreifen. Und das Ding lebt auch noch. Das Ding tankt das einfach. Ich habe nur noch einen Belebersamen. Zwei habe ich von mir selber aus mitgenommen und einen habe ich gefunden. Stirb endlich. Das lebt immer noch! Unmöglich, Alter. Ja, Belebersamen ist weg. Ich muss eine Sinelbeere auf Fragezeichen Man spielen. Und hoffen, dass das Illumis mich nicht angreift. Weil wenn es das macht, bin ich halt tot. Und wenn es das Ammonitas angreift, vermutlich auch. Nur wenn es Fragezeichen-Man angreift, habe ich noch eine Chance. Oh. Es ist immer noch paralysiert. Ich hätte vielleicht aber
Ey, komm. Ammonitas heilen sollen. Oh Gott. Natürlich ein scheiß One-Shot. Was ein Bullshit. Wann habe ich einen letzten Save gesetzt? Noch bevor ich die Mission angenommen habe.